Corona-Test, gratis Corona-Test, kommen Sie ran! Werner G. ist ein Corona-Testzentrum. Wie viele andere Unternehmer ist er auf das Geschäft mit den Tests umgestiegen. Doch wie sicher sind solche Angebote? Es ist alles kostenlos hier. Das ist ja wieder mal typisch deutsch. Man muss doch keinen Doktor haben, um eine medizinische Untersuchung zu machen. Also nach 10 Jahren Grillwalker, da kenne ich mich mit Keimen aus. Also ich kann nur sagen, hier wird tadellos gearbeitet. Jetzt sind halt hier die Nasendinger und dann die Lösung. Zack, fertig. Und bei mir gibt es immer noch ein gratis Brötchen dazu. Das gibt's nur bei mir. Ich war mit meinem Grill dank Corona bankrott. Kaufhaus zu, Lockdown, kommt doch keiner. Das ist ein scheiß Gefühl, kann ich Ihnen sagen. Aber ich bin einer, der steht immer wieder auf. Hallo. Hallöchen. Ich hätte gerne einen Corona-Test. Ja, was ist denn das? Die Daten darf ich doch eh nicht weitergeben. Ach so, gut. Na dann. So, hier kommt das Vögelchen. Hoppala, falsch rum. Okay. So. Negativ. Cool. So. So, jetzt der unterschriebene Test hier. Und bei uns gibt es immer noch ein Brötchen gratis mit dazu. Ja? Und für 5 Euro kriegen Sie noch ein paar Zettel. Da brauchen Sie nur ein Datum einschreiben. Ja? Perfekt, danke schön. So, super, stimmt so, ne? Danke. Danke auch. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Unterm Strich ist der Umsatz sogar noch höher als mit den Würsten. 18 Euro pro Test gibt es vom Bund. Und das angenehm unbürokratisch. Ich gebe einfach eine Zahl durch, wie viele Kunden ich getestet habe. Leicht aufgerundet und dann wird sofort abgerechnet. Also von mir aus kann der Spahn Bundeskanzler werden. Negativ.